Ja, vielen Dank, Joël Delvaux, vor allem jetzt für diese Präsentation. Ich glaube, wir hatten noch nicht die Gelegenheit, dir zu danken für die Präsentation. Ich denke, das wäre auch mal angebracht. Herr Bürgermeister, wenn Sie noch anwesend sind, sehr geehrte Abgeordnete, vielzeilig hier anwesend, sehr geehrte Präsidentin vom OGBL, Nora Back, sehr geehrter Joël Delvaux, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute Abend hier zu sein, bei dieser Feier. Ich habe jetzt schon viel gelernt hier und es wird auch weiterhin so gehen. Das heißt, es freut mich auch deswegen, es freut mich auch, weil ich hier viele bekannte Gesichter sehe, viele Bekannte aus der Arbeit, aber auch viele Bekannte, die ich als Freunde bezeichne. Die Charta, die wir jetzt kurz beschreiben werden, die gibt es seit 2004. Das heißt, wir sind diesen Weg auch schon gemeinsam gegangen. Die Charta feiert dann heute ungefähr 19 Jahre. Das heißt, wir werden immer jünger sein als der DTH. Ein Jahr. Und da soll noch einer sagen, dass OGBL und ÜEL sich nicht einmal eins sein könnten. Nora, ich denke, alles, was du heute Abend hier gesagt hast und was auf das Thema bezogen war, könnte ich gleich unterzeichnen. Viele Themen, oder wir arbeiten eigentlich zusammen und sehr gut zusammen auf vielen Thematiken. Und das sind alle Thematiken, die wir in der Praxis sehen. Und so ist es natürlich auch in diesem Fall hier. Die Sensibilisierung von Unternehmen, aber auch die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt ist eine entscheidende Herausforderung für eine gerechte Gesellschaft. Und der Herr Bürgermeister hat es vorher gesagt, es geht darum, den Staat und die Gemeinden einzubinden. Ich denke, das gilt auch für private Unternehmen. Und bei allen Fortschritten, die viel wohl gemacht worden sind über die letzten 19 Jahre, ist sicherlich noch sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die gemeinsame Charta zur Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, die 2015 von OGBL, LCGB, ÜEL und INDR überarbeitet wurde, zielt darauf ab, diese Inklusion zu stärken. Ich muss sagen, ich hatte den Text auf Französisch geschrieben. Und DeepL hat mir geholfen, das jetzt ganz schnell auf Deutsch zu übersetzen. Das heißt, es gibt heute viele Möglichkeiten, die einem im Alltag helfen können, die Arbeit zu vereinfachen. Und ich glaube, das wird uns allen helfen. Mit der Erinnerung an diese Unterzeichnung bekräftigen die Sozialpartner ihr gemeinsames Engagement, die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in die Welt der Unternehmen zu verstärken. Dies ist, wie gesagt, seit 2004 ein gemeinsames Ziel. Menschen mit Behinderungen können Situationen der Vermeidung, Ablehnung und Isolation erleben und aufgrund ihrer Behinderung eine echte soziale Ausgrenzung erfahren, die das Risiko finanzieller und materieller Unsicherheiten, aber auch sozialer Unsicherheiten erhöht. Dessen sind wir uns bewusst. Und der Status von Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit ist sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt hier viele Beispiele gehabt, wo es ersichtlich ist, dass es vielleicht ein körperlicher Handicap oder Behinderung gibt. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, wo wir das nicht sehen. Es gibt natürlich auch Statusse, die unterschiedlich sind. Es gibt behinderte Arbeitnehmer, umgeschulte Arbeitnehmer oder auch Mitarbeiter ohne jeglichen Status. Die Not, die diese Menschen erleben können, wenn ihnen der Arbeitsmarkt und die Unternehmen, in die sie eintreten möchten, unzugänglich und verschlossen erscheinen, ist jedoch die gleiche. Unternehmen bemühen sich bereits um die Eingliederung von Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, insbesondere im Rahmen ihrer unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung. Aber natürlich gibt es auch da solche und jene. Die ÜEL, das INDR und auch die Vereinigung Pro RSE, die weniger bekannt ist, also INDR ist eine Schwestergesellschaft der ÜEL, wurde 2007 gegründet und da geht es eigentlich der ÜEL darum, in der Tat ihren unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung gerecht zu werden. Es wurde damals gegründet von Michel Wirth, der auch Unterzeichner war für die Charta, zusammen mit Ronny Wagner, mit Carlos Pereira, damals mit Nicola Henkes und mit Christoph Knebler. Und wird heute dementsprechend sehr aktiv. Und die Vereinigung Pro RSE ist eine neue Vereinigung, die gibt es erst seit 5 Jahren und die vereinigt heute 150 Professionelle aus diesem Bereich, also für 150 Personen, die Unternehmen arbeiten, unterschiedlichen Unternehmen arbeiten und sich einsetzen für diese Gesellschaftsverantwortung bei Unternehmen. Und das, glaube ich, ist auch schon ein großer Fortschritt, weil wenn wir in 150 Unternehmen schneller weiterkommen, dann wird es auch einfacher werden, in 150 Unternehmen
Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, aber auch andere Thematiken, um die Gesamtverantwortung, gesellschaftliche Gesamtverantwortung zu behandeln. Beispiele dazu gibt es dann einige. Die UL fördert in Zusammenarbeit mit dem ENDR ein Programm, das heißt GIDE-ÖSR, Programm zur unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung, das eine Politik der Vielfalt und Chancengleichheit beinhaltet. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, bewährte Verfahren auszutauschen. Auf Französisch sind verschiedene dieser Ausdrücke natürlich ein bisschen einfacher. Es geht darum, Stellen zugänglich und transparent zu machen und objektive Auswahlkriterien anzuwenden. Vorurteile müssen überwunden werden, denn eine Behinderung bestimmt nicht automatisch die Fähigkeiten. Den Unternehmen kommt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen zu. Und dieses Programm führt diese in 4 Punkten detailliert aus. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Wir reden jetzt schon sehr lange und ich glaube, wir freuen uns alle auf die Table Ronde jetzt danach. Also es geht um die Sensibilisierung und die Eingliederungspolitik. Dieser Leitfaden, der ermutigt die Unternehmen, eine Politik der Vielfalt und Chancengleichheit zu verfolgen. Die Sensibilisierung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist entscheidend für die Schaffung eines inklusiven Umfelds. Mit Regeln ist es sehr schwierig, voranzukommen, wie auch in anderen Bereichen. Der Austausch bewährter Verfahren und die Zusammenarbeit mit Behörden und privaten Verbänden, die sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderung einsetzen, sind von entscheidender Bedeutung. Und deshalb ist es auch zu begrüßen, was vorher von Nora Back, aber auch vom Bürgermeister gesagt worden ist. Chancengleichheit bei der Einstellung ist ein zweites wichtiges Thema. Etwa ein Drittel aller Einstellungen scheitert an mangelnder Vorbereitung und Begleitung. Und das betrifft alle Mitarbeiter. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, ist es entscheidend, Stellen zugänglich und transparent zu machen, vor allem intern. Die Auswahlkriterien müssen objektiv und nicht diskriminierend sein. Bei Vorstellungsgesprächen sollten die Kompetenzen und die Übereinstimmung mit dem gesuchten Profil im Mittelpunkt stehen. Durch positive Maßnahmen können die Chancen für Menschen mit Behinderung sowie für andere unterrepräsentierte Gruppen wie Jugendliche, Senioren und schwer vermittelbare Personen geschaffen werden. Ich glaube, es wird schon sehr viel gemacht in den letzten Jahren, auch mit Hinblick auf Richtlinien, die aus Europa kommen. Aber es bleibt auch hier sicherlich noch Potenzial. Ein drittes Thema geht es um Vorurteile, die zu überwinden sind. Und hier auch, einen Arbeitsplatz zu finden, wenn man eine Behinderung hat, kann eine große Herausforderung sein. Arbeitgeber können Vorurteile haben, was die erforderliche Betreuung oder wiederholte krankheitsbedingte Fehlzeiten anbelangt. Das wurde auch vorher schon angesprochen, dass auch hier die Gesetzgebungen angepasst werden müssen. Weil eine Behinderung entscheidet nicht automatisch über die Fähigkeiten einer Person, wie ich vorher gesagt habe. Es ist entscheidend zu erkennen, dass eine Behinderung je nach den zu erledigenden Aufgaben unterschiedlich ist. Beispielsweise kann eine Person, die im Rollstuhl sitzt, sich in einer Buchhaltung auszeichnen. Und Unternehmen müssen über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen und aktiv zur beruflichen und sozialen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen beitragen. Wenn Unternehmen gleiche Chancen bieten, profitieren sie von dankbaren, loyalen und motivierten Mitarbeitern und fördern gleichzeitig deren Autonomie, Unabhängigkeit und soziale Eingliederung. Eine Politik der Vielfalt, die die Pluralität der Profile feiert, ist ein Motor für Leistung und Innovation. Und hier bleibt auch hervorzuheben, dass wir beispielsweise sehr stark mit der ADEM zusammenarbeiten. COSPAR wurde vorher schon erwähnt, aber es gibt auch andere Initiativen. Beispielsweise gab es auch eine große Porte Ouverte oder ein großes Event letzten Freitag zu diesem Thema. Ein viertes Thema, und das ist dann das letzte, ist die Umsetzung konkreter Maßnahmen. Behinderungen können viele Formen annehmen, seien sie physisch, psychisch, sensorisch, angeboren, erworben, sichtbar oder unsichtbar, vorübergehend oder dauerhaft. Unternehmen müssen die gesetzlichen Quoten für die Einstellung von Mitarbeitern mit Behinderungen erfüllen, indem sie spezielle Einstellungsmaßnahmen durchführen. Und auch hier gesetzlich ist es nicht sehr einfach. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Einrichtungen wie dem ADEM, wie der ADEM, DIEPEL ist nicht immer richtig, arbeitsmedizinischen Diensten und speziellen Plattformen sind dringend empfohlen. Begleitende Maßnahmen wie regelmäßiger Dialog, Coaching, Tutoring, Arbeitsplatzgestaltung, flexible Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitsorganisation, soziale Betreuung und Weiterbildung sind von entscheidender Bedeutung in Fällen, in denen eine ganze Stelle nicht verfügbar ist, können durch Jobcarving bestimmte Aufgaben delegiert werden, die mit den Fähigkeiten eines Bewerbers mit Behinderung vereinbar sind. Man kann eine
Position eine Stelle auch in zwei Stellen, beispielsweise splitten. Schließlich hat der Verein pro RSE, aber auch wir zusammen mit DTH, also INDR, DTH und IUL, verschiedene Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Förderung des Austauschs wie Beschäftigung von neuroatypischen Arbeitnehmern und Einstellungen und Eingliederung von Menschen mit Behinderungen organisiert. Eine weitere Veranstaltung wird übrigens auch von ProRSE noch dieses Jahr stattfinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir alle versuchen, durch unser Engagement dazu beizutragen, eine Kultur der Inklusion und Chancengleichheit zu schaffen, die eine gerechtere und gleichberechtigtere Gesellschaft für alle fördert. Die Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen erfordert eine stärkere Sensibilisierung und eine wirksame Inklusionspolitik mit konkreten Maßnahmen zur Förderung von Autonomie, Unabhängigkeit und sozialer Eingliederung. Wir haben den Weg zusammen mit DTH zurückgelegt, das seit 2004, und ich kann bestätigen, wir werden das auch sicherlich weiterhin tun. Ich würde jetzt hier euch noch einmal gerne Glück wünschen für den 20. Geburtstag, also alles Gute zu dem 20. Viel Erfolg für die Zukunft. Und uns allen einen schönen Abend. Danke.